Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, in dem ich mit euch zusammen die Naturkosmetik-Haarmarke So Bio austesten möchte. Zuallererst natürlich ein großes Dankeschön an den Support unter meinem letzten Video. Auch unter diesem Video würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen und aktiviert auch am besten gleich die Glocke, um künftig kein Video mehr zu verpassen. Ich habe also wie so oft einmal auf meiner Lieblings-Curly-Girl-Produktseite EcoVerde gestöbert, die sehr viel Naturkosmetik hat oder tierversuchsfreie Kosmetik, natürliche Kosmetik. Und da fiel mir wieder ein, dass ich vor kurzem über Instagram von einer Abonnentin den Tipp bekommen habe, einmal die Marke So Bio auszutesten, da es sich hierbei um Naturkosmetik handelt, die nicht so teuer ist. Deswegen hat mich das schon länger interessiert und jetzt kam es mir wieder. Ich habe also die 4 Curly Girls helfen Produkte von So Bio gekauft. Dabei handelt es sich um ein Shampoo, das wäre dieses hier. Dieses Shampoo ist jetzt eine reine Naturkosmetik mit Mandel in diesem Fall. Das Shampoo enthält Proteine, was aber bei einem Shampoo auch für proteinempfindliche Haare völlig in Ordnung sein kann. Das ist eben leider von der Marke das einzig safe. Und dann gibt es 3 Conditioner, die safe sind, die alle relativ unterschiedlich sind. Wir haben jetzt hier nochmal passend zu dem Shampoo auch den Conditioner mit Mandel, der auch Proteine enthält. Dann gibt es auch noch diesen gelben Conditioner hier, der mit Kamille ist. Das ist dann dieser hier. Genau. Der hier ist jetzt einfach nur feuchtigkeitsspendend, ohne Proteine und nicht beschwerend. Und zu guter Letzt und drittes in der Reihe haben wir den blauen Conditioner mit Kokosnuss. Bei dem ist jetzt hier die Besonderheit, dass er eben mit schweren Inhaltsstoffen daherkommt, die die Haare beschweren können, trotzdem aber Feuchtigkeit gibt. Und dieses Produkt soll sogar 3 Verwendungsmöglichkeiten haben. Hier steht jetzt drauf, nach dem Shampoonieren als Haarmaske oder als Low-Poo. Ich habe es jetzt aber tatsächlich auch nur als Spülung bzw. Conditioner getestet. Ich hatte euch ja eben noch gesagt, dass die Produkte überraschenderweise günstig sind für Naturkosmetik, was ich einen guten Anhaltspunkt finde. Das Shampoo mit Mandelmilch und Reisprotein liegt bei 6,79 Euro und die Spülungen jeweils bei 7,79 Euro, was für Naturkosmetik aus dem Onlineshop echt in Ordnung ist, wenn sie denn gut funktioniert. Deswegen gucken wir uns jetzt meine 3 Waschtage an. Ich habe jeweils immer mit dem Shampoo die Haare gewaschen, dann jeweils einen der 3 Conditioner ausprobiert und zu guter Letzt, um ein schönes Ergebnis zu zaubern, natürlich mein Giovanni Haargel benutzt, das auch sehr natürlich ist, das viel Halt gibt, mit dem ich mittlerweile sehr, sehr gut klarkomme. Das kann ich euch natürlich auch verlinken und wir gucken uns mal gemeinsam die Waschtage an. Am ersten Waschtag habe ich also meine Haare mit dem Mandel-Shampoo und dem Mandel-Conditioner die Haare gewaschen. Beim Shampoo habe ich direkt gemerkt, das trocknet die Haare leider ziemlich aus. Was aber bei Shampoo gar nicht so dramatisch ist, wenn der Conditioner danach genug pflegt, die Haare genug entwirrt und Feuchtigkeit spendet in meinem Fall, ist das völlig in Ordnung. Also es hat zumindest gut gereinigt. Ich musste sogar eigentlich gar nicht doppelt die Haare waschen, was ich ja ganz gerne mache. Es hätte einmal gereicht. Das war soweit eigentlich völlig in Ordnung. Es hat eine sehr dünne Konsistenz, wie ihr sehen könnt. Das ist nicht so ein typisches dickes Shampoo, weil es eben ein Low-Poo ist. Und hat mich soweit hier schon mal eigentlich ganz gut überzeugt. Kommen wir jetzt zu den Conditionern. Der rosane jetzt in dem Fall mit Reis und Mandelprotein war leider nicht gut zum Haare entwirren. Es kann jetzt daran liegen, dass jetzt Proteine enthalten sind, was meine Haare ja, wo sie sehr empfindlich sind, sag ich mal. Aber ich bin einfach mit meinen Fingern nicht durch die Haare durchgekommen, was ich einfach definitiv bei meinen Haaren bei einem Conditioner brauche. Das war alles sehr verknotet, das hat sich auch nicht weich angefühlt. Ich hatte richtig Probleme und das war alles überhaupt kein schönes Haargefühl. Selbst beim Ausspülen bin ich echt nicht gut durch die Haare durchgekommen. Es hat sich auch nicht wirklich weich angefühlt, aber auch nicht beschwert. Also ich war sehr gespannt, was das Endergebnis dann hergibt. Ich habe auch etwas von dem Conditioner als Leave-In benutzt, um so ein bisschen in der Hoffnung, dass da noch ein bisschen meinen Haaren das was geben kann, dass sie dann noch nicht zu trocken sind. Und zu guter Letzt natürlich das Giovanni-Gel benutzt, das ich dann einfach in die Länge und Spitze verteile, ein bisschen reinknete, um Definition zu bekommen, um später einen schönen Cast zu haben. Das Ganze habe ich mit einem Handtuch bzw. in meinem Fall einem Mullwickel ausgedrückt und dann mit der Plopping-Methode eine Stunde geploppt und danach trocken geföhnt. Schauen wir uns das Ergebnis nach diesem Waschtag an. Ich muss sagen, ich bin hier ziemlich zwiegespalten. So an sich sieht es nicht schlecht aus, aber
meine Haare haben sich nicht wirklich gepflegt angefühlt. Also dieses knotige Gefühl, dieses trockene, dieses auch irgendwie sehr steife Gefühl in den Haaren, das sieht zwar von außen nicht schlecht aus, weil ich ziemlich definierte Haare habe, aber ich persönlich bin einfach ein großer Fan davon, wenn die Haare sich fluffig anfühlen, wenn sie etwas leichter sind, etwas lockerer. Die Produkte an sich sind nicht beschwerend, aber für meine Haare war das einfach nicht pflegend genug und sie haben sich sehr hart angefühlt. Trotzdem ein okayes Ergebnis, aber ich habe mich damit einfach nicht so anfreunden können. Schauen wir uns also den nächsten Waschtag an, bei dem ich wieder das Mandel- und Reisprotein-Shampoo benutzt habe und dann den Kamillen-Conditioner. Dieser Conditioner ist jetzt der einzige aus der Reihe, der eben weder beschwerend sein soll noch Proteine enthält. Aber ich hatte hier leider wieder, genauso wie bei dem ersten Conditioner, dem rosanen, das Problem, dass das überhaupt nicht entwirrend wirkt. Der war auch wieder sehr, ja, trocken auf meinen Haaren. Die haben sich wieder so steif und so, wie soll ich sagen, einfach so stumpf auch angefühlt. Ich glaube, stumpf trifft es sehr gut. Deswegen habe ich hier, glaube ich, auch einfach das als Leave-In mal ein bisschen weggelassen. Ich habe mich damit nicht so wohl gefühlt und dann wieder zu guter Letzt das Gel reingegeben, in der Hoffnung, dass das noch ein bisschen was rausreißt. Schauen wir uns das Ergebnis an. Hier war ich ein bisschen überrascht, trotz dass jetzt hier der leichteste Conditioner ist, aber anscheinend auch der meinen Haaren einfach am wenigsten gibt. Finde ich, sieht man hier vor allem von hinten, dass das alles so ziemlich unglücklich aussieht, obwohl ich so geföhnt habe wie immer, auch gestylt habe wie immer, war das einfach kein schönes Ergebnis. Das hat mich nicht zufrieden gestimmt. Ich habe dann auch über den Tag hinweg die Haare wirklich dann später nach oben gemacht, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Und die Haare haben sich sehr schnell, ja, sie wurden dann einfach nur total fluffig, puffig wie ein großes, aufgebauschtes Kissen sah ich aus. Da war kaum noch irgendeine Definition. Das hat meinen Haaren leider gar nichts gegeben. Und ja, ähnlich war es dann leider auch beim dritten Waschtag. Da habe ich dann den beschwerenden Conditioner benutzt, der auch als Low-Poo geeignet wäre oder als Haarmaske. Das hier mit Kokosnuss, womit ich eigentlich nicht so Probleme habe und dachte eigentlich, der wäre der beste für meine Haare. Leider war es hier eben einfach genauso, dass meine Haare so trocken waren vom Conditioner in den nassen Haaren und so verknotet, dass ich einfach nicht durch die Haare durchgekommen bin. Und deswegen habe ich mein Kinky Curly benutzt. Viele von euch werden es kennen, um einfach, ja, so gut wie möglich meine Haare zu entwirren und die Knoten doch rauszuholen. Und es pflegt einfach die Haare sehr gut. Und das hat richtig, richtig gut geklappt. Ihr seht es hier. Vorher war alles so knotig und verwirrt und ich habe nur eine gewisse Menge reingegeben in die nassen Haare und sofort haben sich die Knoten gelöst und ich kam endlich mit meiner Bürste durch, ohne Angst zu haben, mir unnötig Haare auszureißen, was die ganze Zeit schon echt schwierig war für mich. Ich bin sehr langsam und vorsichtig durch, um irgendwie die Knoten zu lösen, weil es einfach mit den Fingern nicht ging und das Kinky Curly hat mir enorm geholfen. Hab dann auch Leave-In komplett weggelassen. Kinky Curly ist ja auch sehr pflegend und es ist ja schon ein Leave-In. Und dann zu guter Letzt das Gel. Hier sehen wir jetzt aber leider auch wieder bei dem Endergebnis, dass einfach der Conditioner nicht genug für meine Haare tut. Also sie sind okay, sie fühlen sich okay an, aber ich hatte schon wesentlich schönere Ergebnisse. Irgendwie sieht das alles ziemlich unglücklich aus, ziemlich stumpf, ziemlich, ja, irgendwie so, wie ich es von Naturkosmetik leider sehr oft kenne, dass das alles ein bisschen austrocknend ist und nicht so dolle aussieht. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Ich habe mir wirklich sehr viel von der Marke erhofft, alleine weil es recht günstige Produkte sind. Es kann an meinem Haartyp liegen, dass es vielleicht für Locken besser funktioniert, dass es für feinere Haare besser funktioniert. Aber ich habe einfach sehr dicke, sehr viele, sehr voluminöse Haare, die einfach Pflege brauchen, die ohne Pflege schnell kraus und stumpf aussehen. Von außen betrachtet waren die Ergebnisse nicht schlecht, aber das Gefühl in den Haaren und bis zum Abend hinweg, wie sie sich so entwickelt haben, war einfach nicht so wirklich schön. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem weitergeholfen. Ich werde diese Produkte jetzt natürlich wieder in der Curly Girl Flohmarkt Gruppe verkaufen, weil ich damit einfach für mich privat nichts anfangen kann. Das Shampoo ist okay, aber die Conditioner leider nicht pflegend genug für so durstige Haare, wie meine sie sind. Und vielen Dank auch noch an dieser Stelle natürlich an die beiden mittlerweile 2 Kanalmitglieder, die monatlich meinen Kanal mit einer kleinen Summe unterstützen, dafür aber auch hier jetzt in dem Video genannt werden und teilweise auch Videos früher sehen können. Falls ihr euch dafür interessiert, schaut einfach mal unten beim Mitglied werden vorbei, klickt auf den Button, schaut, ob das was für euch ist, um meinen Kanal mit einer klitzekleinen Summe monatlich unterstützen zu können, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder zu einem weiteren Video. Bis ganz bald!